ich hau mir ein Shake, hoppe, shoppe in den Kopf. So ein Shake, hoppe, shoppe aus dem Dülzheim, shoppe, shoppe. Die Sonne scheint, es sind schon über 20 Grad. Äppelwoi gehoppt, ist was ich mag. Ich trinkte Äppelwoi nonstop, nur noch gehoppt. Total bekloppt, sagt vielleicht so mancher Hesse jetzt, wenn er das hört. Äppler mit Hopfen, wie kommt man denn auf sowas Verrücktes? Das ist einfach nichts Verrücktes, sondern wir sind Jungs hier aus dem Ort und aus der Region und wir lieben die Region. Und das sind einfach zwei Sachen, die es hier schon immer gab. Es gibt schon immer Hopfen, also gute Brauereien, es gibt schon immer gute Kältereien und das wollten wir einfach zusammenführen. Das war so die Idee. Rund 10.000 Liter vom Gehoppte werden heute in Brenzbach abgefüllt. Das genaue Rezept wollen uns die Jungs allerdings nicht verraten, aber eingefleischte Äppler-Fans können beruhigt sein, es ist keine Revolution. Der Apfelwein bleibt so, wie er ist, kommt halt nur ein bisschen, wird ein klein bisschen milder ausgebaut und wird dann halt mit Hopfen nochmal, ja, würde ich sagen, verfeinert. Ein bisschen genauer wollen wir es aber jetzt doch noch wissen. Wir haben ja einen Björn dabei als gelernten Koch, der auf hohem Niveau gekocht hat und entsprechend die Sachen super rausfiltern konnte. Und dann sind wir immer mehr Richtung Zitrusaromen gekommen, haben mit Leuten aus der Hollerdau telefoniert, was die Hopfensorten betrifft, was wir machen könnten. Es gibt ja an die 500 Stück. Die Geschmacksrichtungen jetzt, die wir haben, sind wie gesagt so Zitrusnoten, eine Frische. Und das Ganze wird, der Apfelwein wird sehr rund, wird harmonisch. Und also man kann schon sagen, dass der Hopfen und der Apfel wie der Björn zu sagen pflegt, gute Kumpels sind. Das gute Kumpelgetränk brauchte natürlich auch noch einen Namen. Und der entstand, als man den Hopfen-Äppler testweise ausgeschenkt hat. Wie wir die Events gemacht haben, wie wir den im Fass verzappt haben. Und da haben halt die Leute auf einmal angefangen und gesagt, gib mir mal noch so einen Gehoppte. Und so haben wir halt gesagt, wir machen es auch so aufs Etikett drauf, der Gehoppte. Der Gehoppte, wie kommt er denn eigentlich bei den Leuten an? Wie ein normaler Äppler? Nee. Es ist irgendwie runder, nicht so sauer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, also für mich ist er angenehmer. Sonst trinke ich meinen Apfelwein gern sauer gespritzt, im großen Glas. Da ist ja Kohlensäure zugesetzt, das macht es leicht und spritzig. Äppelwoi gibt's auch gehoppt und der wird jetzt probiert. Ich sag Äppelwoi gehoppt, bist du bekloppt. Der Song ist ebenfalls ein Dölp-Eigengebräu, noch nicht ganz so rund wie der Gehoppte. Ich hab mich verspielt, nonstop nur noch gehoppt.